Jetzt noch Delirium, Bethany. Ja, aber wir werden nicht mit Bethany was machen, sondern es stand ein anderer Charakter auf der Liste, der noch ein bisschen was erledigen muss. Der gute alte Lost. Ich meine, wir haben ein paar Dinge mit Lost geschafft, aber prinzipiell, da fehlt noch einiges. Da fehlt noch einiges. Oh ja, und wir haben eine Sacred Heartstreak von 2, das auch. Was können wir am besten mit The Lost machen? Sterben. Okay, Winstreak ist vorbei. Oh Gott. Ich muss mich erst wieder einspielen mit einem Charakter, der nicht alles mit seinem, wenn man eine Pfeiltaste drückt, tötet. Und zu einem übergehen, der die ganze Zeit sterben will. Wenn du eine 5er Winstreak hast, schaltest du die Super Tinted Rocks frei. Oh. Sollte ich da vielleicht mal. Ich meine, ich denke, es wird früher oder später passieren. Wenn ich nicht gerade random anfange, The Lost Runs zu machen. Mann, bist du schlecht. Ich meine, ich bin auf jeden Fall nicht gut. Warum habe ich das Gefühl, dass Lost gerade ziemlich akzeptablen Damage auszahlt? Also höher als Basic Damage. Die Winstreak muss mit verschiedenen Chars sein. Ja. Das werde ich schon irgendwann hinbekommen. So, wo verstecken sich denn unsere Goldräume? Das ist ein hervorragender Raum, um einfach auf den Steinen stehen zu bleiben und nichts zu machen. Wenn ihr mich fragt. Und ich muss einen Schlüssel übrig lassen, weil wir wollen eigentlich auf jeden Fall in die andere Ebene runtergehen, damit ich da ein gratis Boss-Item mitnehmen kann. Ein zusätzliches. Gratis ist jetzt, ich denke, es ist vieles, aber es ist nicht gratis, denn man muss einen Boss dafür besiegen. Als The Lost. Geh mal alle weg. Oh mein Gott. Frage ist natürlich, wo will ich mit diesem Run am besten hin? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht. Oh. Es ist halt, es ist schwierig, die tatsächlichen Late-Game-Bosse hinzubekommen mit The Lost. Das heißt, ich wüsste gar nicht, welchem ich mich am besten überhaupt stellen könnte. Schade, kein Item in diesem Goldraum. Höchst interessantes Item. Uncool. Niemand kann hier hochspringen, richtig? Für Mother oder Beast braucht man Book of Shadows oder 9 Lives. Yeah. Immerhin, der ist noch nicht so gut für sich, aber conjoined. Und natürlich für die ersten Ebenen ist Seraphim Angel generell ziemlich gut. Aber hauptsächlich conjoined. Alles, was wir in Richtung conjoined bekommen, ist ziemlich gut. Hervorragend, dass ich hier direkt getroffen wurde. Best wäre es natürlich, wenn ich irgendwo noch ein bisschen Bargeld herbekommen würde. Fürs Protokoll, das ist das Sacred Heart, Baby. Das heißt, das ist, das zählt fast als ein Sacred Heart Pickup. Mein Lieblings-The-Lost-Combo war 4,5 Volt und Book of Shadow. Damit habe ich Hush und Delirium gemacht. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Klingt auch an sich cooler als die Taktik, die, glaube ich, die meisten Leute anstreben, was auf Nord Leaf hoffen ist. Book of Shadows und 4,5 Volt ist ein bisschen. Scheint mir ein bisschen aktiveres Gameplay zu sein. Okay. Machen wir den ersten Boss. Der Riggedy Ragman. Ich
das Gefühl mit dem Seraphim-Baby. Ist mein Damage-Output gegen ihn ziemlich gut. Damage und Range-Up, ziemlich gut, ebenfalls. Ich verstecke mich einfach auf den Felsen, wenn das okay ist für dich. Komm mal weg von deiner sicheren Stelle. Weiß nicht, warum ausgerechnet ich das sage, während ich mit dem Felsen schwebe und nicht angreifbar bin, aber... Wisst ihr, wenn Dinge nicht gerade da wäre, dass ich ihn nicht perfekt angreifen kann, während ich auf dem Felsen bin, so dass ich hervorkommen muss. Ja, warum nicht? Tears up. Warum denn nicht? Damit ist mein Damage-Output soweit ziemlich akzeptabel, würde ich sagen. An sich gibt es auf der Ebene nicht mehr viel für mich zu erkunden, aber wenn wir eventuell noch an die 15 Cent kommen könnten, wäre das echt gut. 4,5 Volt wäre schon ein sehr verlockendes Pickup, wenn ihr mich fragt. Ich will meine Bomben aufheben für die Suche nach dem Secret Room. Das für die erste Ebene ist mein Damage gerade extrem gut. Hallo! Hallo! Kleiner Parasite. Weiß gar nicht, was Leute gegen Parasiten haben. Ich habe das Gefühl, sie haben einen zu schlechten Ruf. Secret Room ist hier. Pass auf. Komm schon! Wir nehmen es trotzdem mit. Findet man die Raw Liver und es bringt absolut nichts. Aber okay. Was machst du, wenn du alles auf 100% hast? Hörst du mit Isaac auf? Keine Ahnung. Ich denke, es wird nicht in allzu naher Zukunft passieren, also mach mir mal nicht so viele Sorgen darum. Wahrscheinlich würde ich mir dann ein paar Mods anschauen. Außer bis dahin habe ich keine Lust mehr auf Isaac, aber es gibt ja super viele super coole Mods für Isaac und sowas. Das heißt, ich würde sagen, an sich hat man hat eine Menge zu tun. Wir nehmen das mit. Dann hoffen wir, dass wir noch genug für das Erhandlungsband bekommen. Außerdem von Lucy Orange, 2,50. Tente Lost wäre auch unterhaltsam. Wäre er, aber der normale Lost, ich meine, soll sie ihn auch nicht unterschätzen. Vielen lieben Dank. Jo, außerdem von Alter, 29 Monate Resub. Wow. Dafür vielen lieben Dank. Seht ihr, ich bin gerade eben fast gestorben. Unterschätzt nicht, wie ungünstig Tainted Lost sein kann. Regulärer Lost. Au. Ich bin nicht ganz überzeugt hiervon gerade. Aber gut. Zeig, was du drauf hast, Mr. Müllsack. Ich wollte gerade sagen, Frage ist nur, will ich nochmal gegen den Müllsack kämpfen, aber mein Damage-Output ist so gut, dass ich sagen würde, yeah. Ich denke, ich kann es nochmal riskieren. Fuck. Dieses Super Bandage wäre so ein gutes Item für alle Charaktere außer The Lost.
Es ist wahrscheinlich mit eins der besten Items, die man als aus dem Boss-Item-Pool bekommen kann. Aber nicht für The Lost. Wir brauchen keinen Luck-Up. Wir haben keine Verwendung für ein Luck-Up. Wir werden nämlich das Trinket bekommen, mit dem man sowieso ausgemerktes Luck bekommt. Das heißt, ein Luck-Up zu bekommen, absolut belanglos. Der Luck ist ab. Ich befürchte. So, lass ich mir nochmal rerollen. Range und Shotspeed sind halt auch zwei so belanglose Stats. Ich habe mir Yu-Gi-Oh! Duel, Master Duel runtergeladen und eingespielt. Was zum Geist sind Synchro, Link und Pendel Monster? Synchro Monster sind von 2008 oder so. Die sind alles andere als neu. Oh, dieser Raum ist gefährlich. Das ist ein gefährlicher Raum. Na und, ich bin alt. Ich will nur sagen, die sind sehr alt. Synchro kam, glaube ich, nach GX. Okay, Müllsackfreund. Zeig, was du drauf hast. Ich mag es, dass man ihn direkt aus seinem Sprint rauscanceln kann. Oh oh. Ups! Das wäre fast schief gegangen. Komm schon, ich brauche noch einen Cent. Noch einen Cent! Range down. Wir müssen auch irgendwo noch einen Cent haben. Ist das der Daily Run? Nein. Daily Run hat oben links ein DR-Symbol. Ach, komm schon, ich bekomme jetzt wirklich. War ich im Cursed Room? Kann hier was drin sein? Nein. Wir können hier auf jeden Fall nochmal rerollen. Das ist ebenfalls Müll. Das ist alles Abfall. Das bringt mir nichts. Ich war auch schon im Cursed Room. Ich bekomme den letzten Cent nicht zusammen. Ich habe auch keine. Ich hätte meine Bombe nicht. Egal. Ist ja was, egal. Humbling Bundle ist nicht so wichtig. Egal. Aber kostenloses Trinket. Er ist nicht kostenlos. Ich muss zwei Bosse dafür bekämpfen. Und ich werde nicht zwei Bosse bekämpfen für ein fucking Trinket. Okay, pass auf. Ganz recht. Taktische Plays. Taktische Plays. Und habe ich hier. Nein, das Item droppt nichts. Okay. Das Game liebt dich. Yeah. Und er hat es wieder mal geschafft. Ah, ich habe hier keine Bombe. Alles gut, gehen wir weiter. Gratis Secret Room sage ich nicht nein. Was wollen wir eigentlich als Ziel für diesen Run anstreben? Ich meine, Mega Satan können wir nicht machen. Das habe ich verkackt, weil ich einen Devil Deal mitgenommen habe.
Was wäre ein gutes Ziel? Experimental Pill. Mother? Huh. Ich glaube, ich würde mich wohler mit The Beast fühlen. Oh oh. Wir werden mal schauen. Wir werden Mother mal vorbereiten und dann Mother oder The Beast anstreben. Je nachdem, was sich als richtiger dann anfühlt an dem Punkt. Wir brauchen natürlich noch ein paar gute Items. Bevor das wirklich hinhauen kann. Na, mal schauen. Oh oh. Ich denke, als erstes wäre schon mal ganz gut, wenn wir Conjoined zusammen bekommen würden. Das Gefühl, davon würde ich sehr viel halten. Das ist wahrscheinlich ein Knife Piece. Yeah. Okay, wir haben auch genug Bomben, um in die Mines oder nach Ash Pit zu gehen. Oh, eine Full Health Pille. Cool. Ich habe nachgeschaut mit 5Ds kam Synchro mit 6 Saal, XYZ mit Arc V kam Pendel, mit V Reigns kam Link. Naja, Link ist eine Sache. Weiß ich auch nicht, was das ist. Beziehungsweise, ich weiß, dass es existiert, aber. Um zu wissen, wie es funktioniert, hätte ich das Spiel irgendwann mal spielen müssen. Zwei Cent? Ich sage so, das Humbling Bundle, das zahlt sich jetzt schon aus. Range down! Wir heben die Bibel auf, damit wir ein Buch aufgehoben haben für Bookworm. Dann rerunnen wir die Scheiße und nehmen einen Kompass mit. Nee. Schau mal einen Kompass. Scheinbar will ich einen Kompass mitnehmen. Lasst euch nicht zu sehr von der Lust ergreifen. Tears down. Ich bin kein Fan von diesen Tears Down Pillen, wisst ihr das? Sehr viel Baby ist, glaube ich, mein Lieblingsbegleiter. Aber warum, wenn es Rotten Baby gibt? Dann wiederum Rotten Babys nicht. Ace of Diamonds. Rotten Baby ist auch nicht mehr ganz das, was sie mal war. Das Geld arbeitet quasi für sich selbst. Oh, waren doch nicht so viele Gegner wie erwartet im Raum. War trotzdem gut. Bisschen Cash. Ach, fuck! Was soll ich mit diesen Burning Bombs machen? Wir haben gerade in diesem Run einige Items verloren, was ein bisschen ungünstig ist, aber mal schauen, wie es noch laufen wird. Ich habe übrigens keine Ahnung von irgendwelchen Yu-Gi-Oh! Diskussionen. Fürs Protokoll. Was macht er jetzt? Okay, macht Scheiße. Wahrscheinlich RIP. Ja. Nicht gut. Aber okay. Gehört dazu. Wir haben sowieso schon zu viele Goldraum-Items verloren in diesem Run.
Hör mir, wie viel Leben ich habe. Dann haben wir gerade Curse of the Unknown und ich weiß es nicht. Ich meine, der Run hätte gut gehen können. Er muss es nicht. Keine Ahnung. Hätte alles passieren können. Ich denke, er hätte Potenzial gehabt generell. Dann wiederum, das Einzige, was er an dem Run Potenzial hatte, war Parasite. Sonst nicht wirklich was. Mal schauen. Ah, ich denke, ich werde auf Angel Deals dieses Mal gehen. Weil ich glaube, ich würde am liebsten Mega... Was bekommt man für Mega Satan mit The Lost? Was schaltet man frei, wenn man das macht? Nichts. Auch mit Repentance nichts. Repentance hat ja eigentlich, wenn man Mega Satan macht, immer ganz gute Belohnungen. Sack of Pennies ist doch okay. Das ist von OMG to Beto. Ach, Motte, Resub. Vielen lieben Dank. Ah, das ist der reguläre Lost, was ich spiele. Wir haben nur leider keine Bombe bekommen. Wie scheiße, werde ich sowas von. Oder werde ich es rerollen? Naja, will ich Cube of Meat mitnehmen? Beziehungsweise Ball of Bandages oder will ich es rerollen? Die Sache ist, ich dachte mir, oh, vielleicht will ich es ja mitnehmen. Vielleicht bekommen wir ja Nord Leaf. Also die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Ich sollte es rerollen, denke ich. Ich denke, das wäre der sinnvollere Weg, damit umzugehen. Immer noch sein Geräusch, wenn er angreift. Wie steht's zu Cube of Meat? Kann halt Tiers blocken? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es macht, ist extrem gering. Und die Verteidigung, die der Cube of Meat bringt, ist eigentlich extrem gering. Ist nicht wirklich der Rede wert. Wir werden es rerollen. Aber jetzt können wir Restock kaufen. Und wir haben Sack of Pennies. Das heißt, das zusammen ist eine relativ potente Kombination, wenn ihr mich fragt. Restock und Sack of Pennies. Auch wenn Patient Boy für sich natürlich nicht das Optimum ist. Okay, ich schalte also neu irgendein komisches Baby frei mit der normalen Lost. Ich glaube, ich hätte langsam... Oh, ein Fünfer! Dankeschön. Ich glaube, ich hätte langsam gern irgendwas, das mein Damage so ein ganz kleines bisschen erhöht. Ein ganz kleines bisschen. Winziges kleines bisschen. Denn wenn ich schon keine Verteidigung habe, dann hätte ich gern ein bisschen... Schaden, aber mal schauen. Mal schauen, was der Goldraum vielleicht für uns auf Lager hat. Und der Boss natürlich auch. Spielst du Anti-Birth? Nein. Ja, das ist Repentance. Repentance hat einiges von dem Anti-Birth-Content. Mit Repentance meine ich, das ist... offizielle neue DLC. Mit neu meine ich. Es kam im April raus. Ist nicht mehr so neu, streng genommen. Bloodbombs sind leider unfassbar scheiße. Nicht ganz das, was ich wollte. Ich meine, die Feuerrate ist fantastisch, aber... ich weiß ja nicht. Der Mother Unlock mit The Lost ist ziemlich gut. Daran habe ich keine Zweifel. Ich habe nur meinen Zweifel daran, dass ich...
einen Run zusammenbekomme, der das stark genug dafür ist, aber mal schauen. Ah, der Odd Mushroom war auf jeden Fall ziemlich mies. Was macht Perks nochmal? Oh, 2,5 Damage. Gute Sache ist, dass ich den Boss hier direkt, oh mein fucking Gott. Ey, gute Sache ist, dass ich den Boss hier direkt dann, mit High Priestess killen kann. Jo, ein Fünfer, schon wieder. Der Shop könnte in diesem Run ziemlich stark für uns werden. Das war nicht so gut. Sagen wir es, wie es ist. Hätte besser sein können. Hätte durchaus besser sein können. Für einen starken Shop gehört mehr dazu als das, aber das ist okay. Ist noch zu Beginn des Runs. Jetzt, wenn ich ein bisschen Cash ansammle, haben wir kein Problem. Wir können später noch gute Shops bekommen. Oh nein, ich habe aktuell noch nicht genug Geld, um einfach ein schlechtes Item mitzunehmen und dann per Restock dann auf das Gute zu hoffen. Tragischerweise. Machen wir den Boss. Aufregend. Ziemlich gut. Damit ist unsere Feuerrate ausgemaxt. Oh Gott, nicht ins Feuer. Ich werde mal eben mein Bestes geben, um noch meinen Eternity 6 aufzufüllen. Ich glaube, wir haben nur noch einen Raum. Ja, yeah, wir haben noch... Hallo? Hallo? Das nehme ich doch mit Vergnügen mit. Das nehme ich doch mit Vergnügen mit. Dann werden wir unten mal eben noch die Kiste öffnen. Das macht in den wässrigen Ebenen auf jeden Fall auch erstmal doppelten Schaden. Eine Bombe und zwei Schlüssel. Sehr schön. Eine Bombe bedeutet... Ich kann schauen, ob der Secret Room hier ist. Und er ist hier. Oh, vier Bomben. Ich hab Tech Zero nie gesehen. Sieht cool aus. Yeah. Ich habe das Gefühl, es ist ein Item, das super viel Potenzial hat, aber irgendwie... Wir kommen nicht wirklich oft was Brauchbares damit hin, aber... Ich habe das Gefühl, man kann so viel Cooles damit machen. Was bedeutet Pock? Ich lese ich letzte Zeit häufiger. Das sind die Modes auf Twitch, die man mit Browser-Extensions am PC sehen kann. Die üblicherweise ganz gut sind, weil sie insgesamt viele Features hinzufügen. Was man dafür verwendet, ist Better Twitch TV oder... Franker Faces. Hauptsächlich übrigens, dass man mehr Emotes hat. Sind ziemlich üblich auf Twitch. Und streng genommen inzwischen 7TV, weil BTTV ziemlich tot ist. Wo habe ich Pock? Ah ja, Pock haben die bei FFC gelöscht. Das heißt, das ist glaube ich noch Better Twitch TV. Wobei Better Twitch TV ziemlich tot ist. Ja, ja, genau, das haben sie bei Frankerface weggemacht. Ich habe das Gefühl, ich werde, ich glaube, was ich machen werde, ist... Oh, fuck! Ich glaube, ich werde mal alle Better Twitch TV Emotes löschen. Und alles auf BTTV und FFC, über 7TV und FFC machen, einfach weil man das über FFC alles haben kann. Yo. 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 Warte, randomly fires Razor Blades. Apple. Scaled Apple mit Luck. Scaled ihr mit Luck. Ja? Okay.
stand nämlich gerade randomly. Deswegen dachte ich mir, hm. Okay. Explosive Diarrhea. Dieser Boss ist immer relativ angenehm mit The Lost, einfach weil man fliegen kann. Ich lasse mich von deiner Schleimspur nicht beeindrucken, Schleimfreund. Ja, so eine Bombe frisst. Danke, Schleimfreund. Ich denke, 15% Planetarium-Chance. Warum sollte ich die nicht mitnehmen? So, und jetzt schießt mir durchaus die ein oder andere Rasierklinge ab. Die 400% Damage austeilt. Ich denke, das ist ganz okay. Sind nicht ganz so viele, wie ich mir erhofft hatte. Bis wann hat man den Luck-Stat für sowas ausgemerkt? Geht das bis 10 oder bis 15? Oh, 10 Luck. Ja, was ich gerade bekommen habe, ist ein Trinket, das man bekommt, wenn man, drei Ebenen geschafft hat, ohne Schaden zu nehmen. Das Trinket verliert man aber auch, sobald man einmal Schaden nimmt. Das ist quasi einfach das The Lost Trinket. 14 ist das Maximum. Okay. Das heißt, wir können also noch mehr Rasierklingen haben. Warum Saki? Kein Fan davon, ehrlich gesagt. Mächtig. Mächtig. Fuck. Okay, wisst ihr was? Wir brauchen die Batterie. Ah, Coupon brauchen wir nicht. Die Batterie ist auf jeden Fall stark. Haben wir hier? Ein Soul Heart. Lieblich. Das ist die erste Spritze, also machen wir sie weg. Wir brauchen keine Spritzen. Wir kommen ohne ganz gut zurecht. Coupon löscht Restock, wenn ein Item kostenlos wird. Ich hatte nicht vor, Coupon mitzunehmen. Oh mein Gott! Jungs, mach mal Platz. Zum Fick ist das! Das ist der größte Haufen Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe ziemlich große Scheißehaufen gesehen in meinem Leben. Ich weiß noch nicht ganz, wo mein Run mich hinführen wird. Deswegen werde ich präventiv direkt mal eben ein Trinket hier ablegen. Man kann ja nie wissen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen das Knife Piece holen. Willkommen in der Mario-Welt. Welcher ist euer liebster Mario-Charakter und warum ist es Toadsworth? Mir fehlt die Zeit, als Toadsworth überall war. Das Gefühl, er hat gut funktioniert als eine Begleitperson von Peach. Aber irgendwie ist er verschwunden. Zuerst dachte ich immer, dass er mehr ein Paper Mario-Ding war, aber dann war er auch in Sunshine. Er hatte eine große Karriere von sich. Und dann wurde ihm die Karriere genommen. Best Charakter ist eindeutig Luigi. Hm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Der bewegt sich gerade echt ungünstig. Und wir haben ihn. Wir nehmen es mit.
Einfach für das Luck ab. Denn ich würde gerne mehr Rasierklingen abfeuern. Ich habe das Gefühl, Waluigi ist ein Charakter, der als Joke langsam verschwinden sollte. Ich habe das Gefühl, er hat den guten Lauf, aber ich bin ihn leid. Habe ich alles mitgenommen auf der Ebene, was ich mitnehmen will? Ich würde sagen, ja. Ja, wir gehen weiter. Oh, Yoshi ist eine starke Wahl. Oh, fuck. Vielleicht die Neuigkeiten, was das Überleben dieses Runs angeht. Schlechte Neuigkeiten, was unsere Überlebenschance angeht. Komm ich was, wenn ich das Bett in die Luft sprenge? Einfach zwei Soul Hearts. Das machen die mit Absicht, wenn man The Lost spielt, oder? Dass man in einen fucking Raum kommt und dann findet man einfach random zwei Soul Hearts. Du willst nämlich, dass sie mir nichts bringen. Wir nehmen sie trotzdem mit. Ja, den habe ich auch gesehen, dann war ich schon zu weit. Der Raum ist ziemlich machbar mit der Lost. Okay, sie feuern nicht mehr. Sehr schön. Hätte ich in den XL-Raum? Pass auf. Was ist das Ziel? Eventuell Mudder, aber wir werden mal schauen. Selbst schuld. Aber hey, dafür haben wir eine Menge Cash bekommen. Das heißt, ich sag's euch, der nächste Shop, den ich aufsuche. Fuck. Der nächste Shop, den ich aufsuche. Wird mächtig für uns. Oh nein, 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 nicht die Bombentypen. Die sind auch super selten. Ich glaube, von den Gegnern von regulären Ebenen sind das so mit die seltensten. Oh, fuck. Bombastische Männer. Yeah. Wie stehen wir zu Technology 2? Nein? Ja, nein, ja. Ich bin mir auch recht unsicher. Unsere Feuerrate ist halt an sich super gut. Die ist schon ausgemerkt. Das heißt, wenn sie ein bisschen runtergeht, wäre es eigentlich relativ egal. Du hast schon den Apfel. Ist hier was? Oh, yes! Das ist der gute Stoff. Ich glaube übrigens, dass das erste Mal, dass ich die Antibirth-Version von diesem Lied höre. Kann ich noch ein Tears-Up haben? Ich glaube nicht. Cricket's Head aus einer Goldtruhe. Das weckt Erinnerungen an alte Zeiten. Das weckt Erinnerungen. Wir nehmen den Kompass. Das ist alles scheiße. Habit bringt mir nichts. Eventuell. Ich weiß auch nicht.
Sah alles ein bisschen scheiße aus, ehrlich gesagt. Zweites gratis Item random auf der Ebene. Wollen wir den Flatstone mitnehmen? Ja, yeah, okay. Ich habe gerade mal ein bisschen Splash Damage. Das sieht soweit ganz gut aus, würde ich sagen. Auch wenn Technology Zero weniger macht, als ich mir wünschen würde. Also wir versuchen nochmal den Shop zu rerollen. Mein, yeah. Gib mir Charge, Baby. Ist es, glaube ich, wert. Für 19 Cent. Glaub nicht. King Baby, let's go. Ich weiß nicht. Glaubt ihr, das King Baby wäre eine Überlegung wert? Oh, das war gut. Oh, das war gut. Das war gut. Sieht ziemlich scheiße aus. Ehrlich gesagt, sagte er. Doch die untere linke Ecke kann er nicht meinen kleiner als 3. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Holy Water, immer gut. Kennt sich einfach. Hey, was ist überhaupt die Andeutung? Ich habe mich nicht scheiße genannt. Danke für die 100 Bits. Hat schon immer einen Standard-Bit-Soundeffekt drin? Ich glaube ja. Warum kämpfe ich gegen den Engel? Okay. Ich habe spontan entschlossen, dass es an der Zeit für mich ist zu gehen. Schlüssel hätte ich rerunnen können, aber der Kampf war mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Wollt ihr King Baby? Ehrlich gesagt glaube ich, dass King Baby scheiße ist. Allein für Conjoint? Wir nehmen es mit. Der König der Babys wird uns hoffentlich weiterhelfen. Ich sollte ein bisschen aufpassen mit meinen Schlüsseln, glaube ich. Ich habe nämlich nicht mehr viele. Das ist Ash Pit 1. Nimm mit. Gönnen wir uns. Okay, weiter geht's. Brauchst du die Range, TBH? Ich glaube, meine Range ist unendlich mit dem Traktorbeam. Höhere Feuerrate ist leider eine Sache, die nur ein Gerücht ist. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Damage-Ups aktuell. Allein mit Cricket Set haben wir so ein hohes Potenzial, eine Menge Damage auszuteilen, aber uns fehlt dafür noch eine Menge Damage. Das ist ein bisschen das Problem daran. Vor allem gegen den Engel habe ich gesehen, dass auf jeden Fall noch gewaltig viel fehlt. Das wäre interessant, wenn ich ein zweites Trinket haben könnte. Wäre es nicht wirklich wert, oder? Seid ihr für die Säure? Scaled mit Luck? Macht der Acid Shot mehr Schaden? Acid ist Damage? Okay. Ja, yeah, wir machen auf jeden Fall schon allein. Ich glaube, das bisschen mehr Schaden, was ich bekommen habe, allein ist ganz hilfreich. Wir bräuchten übrigens irgendwas Defensives, um auch noch ein Luck-Up. Hervorragend. Wir brauchen irgendwas Defensives, um auch nur davon träumen zu können, gegen Mada was ausrichten zu können.
Ganz gefährlich. Ganz gefährliche Situation gerade. Bisschen Cash, bisschen Bomben. Der Shop ist da unten irgendwo. Na? So ein Trinket-Smelter wäre gerade echt gut. Netter Raum an der Stelle übrigens. Wenn wir noch einen Keybagger bekommen, dann können wir da mit der Menge anfangen. Lockt ihr eigentlich auch das Holy Water? Nein, das Holy Water zählt nicht als Begleiter. Okay. Davon wäre ich nämlich kein allzu großer Fan gewesen, ehrlich gesagt. Fuck! Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich schätze, dann gehe ich zum Boss. Und dann hoffe ich, dass ich 6 Wellen von Gegnern schaffe, ohne allzu oft getroffen zu werden. Ich bin mir extrem sicher, dass er der Boss sein wird. Awesome Small Rock. Damit haben wir insgesamt 8 Damage inzwischen. Ich habe den normalen Secret Room noch gar nicht. Kleiner Freund, willst du vielleicht uns ein Batterie-Item geben? Ich meine, das ist ein regulärer Boss. Immer den Bossgegner. Oh, fuck. Oh mein Gott, Holy Water. Holy Water, du Lebensretter. Sei mir realistisch. Bringt mir Poop irgendwas? Bringt mir dieser Poop irgendwas in diesem Run? Nicht wirklich, oder? Oh, yes, der Blaue. Blauer Engelfreund. Nehmen wir Lil Delirium mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ganze Sache wurde langsam wird langsam interessant, würde ich einfach mal sagen. Zählt Lil Delirium zu Conjoined? Sharp Luck müssen wir rerollen. Die kleinen Batterien waren direkt da drüben. Nein? Naja, gut. War trotzdem besser als zu riskieren, ihn ganz zu verlieren, denke ich. Ja. Yeah. Okay, dann holen wir das zweite Knife Piece. Unser Problem ist übrigens gerade, ich habe nichts Defensives für den Kampf gegen Mudder. Ich habe das Gefühl, das ist gerade ein großes Problem, ehrlich gesagt. Wir müssen wirklich noch schauen, wie wir... Das spawnt nur Pickups, oder? Random Shop Item / Pickup. Ich meine... Schauen wir, wie wir kommen. Bombe. Eine Pille. Nur Scheiße.
Will ich Mystery Sack mitnehmen? Ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Wir sollten auf jeden Fall noch eine Aufladung hier rausbekommen. Aber wenn du keinen Rerun mehr bekommst, wir bekommen jetzt noch einen. Denke ich. Wir sollten doch irgendwo noch einen, irgendwas sollte ja doch noch als geschaffter Raum gelten, oder? Soul Hearts. Dieses Mal wichtiger denn je. Vorsicht. Denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich bin so froh, dass ich die ganze Scheiße hier nicht machen muss. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich darüber bin. Okay. Okay, wir haben noch eine Aufladung. Wie gewonnen, so zerronnen. Okay. Ups. Schlüssel wollte ich nicht wirklich mitnehmen. Mir gefällt sich, dass die ganze Sache jetzt wirklich ernst wird. Okay. Er wird sterben. Wahrscheinlich, dass ich sterbe, ist extrem hoch. Das Einzige, was mich dann vor dem Tod bewahren könnte, ist... Revelations. Au. Okay. Das sieht ziemlich gut aus. Das Problem ist... Das reicht noch nicht mal fast, um gegen Mudder zu gewinnen. Das heißt, an der Front müssen wir echt noch, Ah, fuck. Fuck! Ja, da wollte ich nicht mal rein. Gott-Tier-Item, Lil Gurdy. Yeah. Danke, Lil Delirium. Oh oh. Okay. Ich will meinen vollen Holy Mantle haben. Pandora's Box! Als was zählt Gehenna? Was bekomme ich, wenn ich es hier einsetze? Zählt es als Depths 1? Depths 1 wahrscheinlich. 4 Soul Hearts, dann kommt es weg. Daddy Longlegs ist natürlich stark. Luck up. Okay, wir haben fast das Maximum an Luck erreicht. Mit dem Daddy können wir auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Das Problem ist nur, dass mir immer noch eine Möglichkeit fehlt, irgendwie defensiv zu werden in diesem Run. Offensiv sind wir absolut unfassbar gut aufgestellt, aber auch Defensive, wenn ich Mudder besiegen will. Das heißt, Shop, wenn du mir jetzt... ach ja, ich kann nicht mal sehen, was hier alles ist. Was macht Birthright mit The Lost? Bessere Items.
Ah, da habe ich meine Zweifel. Wir nehmen noch das mit. Members Card. Humbling Bundle. So, dann würde ich gern mit dem Store Credit noch runtergehen. Store Credit nicht vergessen, Fans gratis. Ja, genau. Das war mein Plan. Neue HP-Ups und so? Okay. Extra Cursed Room ist auch schwer in Ordnung. Oh, und dann können wir den Wooden Nickel noch rerollen. Wir können den alten Wooden Nickel noch rerollen. Moment, ich habe den Wooden Nickel dabei. Warte. Lass mich den Eternity 6 mal wiederholen. Hat ja mein Freund Bargi gesehen. Gib mir direkt die Batterie. Extra Active Item Room. Nicht ganz, was ich mir erhofft hatte, aber okay. Also ich würde sagen, ich bin soweit eine ziemliche Tötungsmaschine, wenn ich den Raum betrete. Das ist jetzt erstmal ganz gut. Und wir bekommen eine Menge Bargi rein. Was mache ich eigentlich, wenn Super Greed im nächsten Shop drin ist? Da bekomme ich auch kein Members-Dingens, oder? Wenn wir Super Greed im nächsten Shop bekommen, habe ich einfach mich verkackt, richtig? Doch? Okay. Okay, das ist gut. Lass mich noch schnell schauen, ob ich den Secret Room finde. Den mitzunehmen, würde mein Leben auch ungemein erleichtern. Wir haben eine Menge Cash. Schwarze Herzen. Nicht ganz, wonach ich gesucht habe. Fucking Spiel. Ich kann nicht sehen, was das ist. Oh, ich kann beide mitnehmen. Spirit Shackles bringt, dass ich, wenn ich meinen Todeshit bekomme, dass ich dann noch weiterlebe, richtig? Das ist ein Item, das mein Überleben sichern wird. Spirit Shackles ist extra Leben? Okay. Okay, das ist ziemlich gut. Willst du die Rune unten im Shop mitnehmen? Oh, das ist so eine gute Frage. Beziehungsweise so ein guter Vorschlag. Ein guter Einwand. Ich nehme noch die mit. Nicht ganz das, was ich wollte. Ja, können wir bitte den... Dankeschön. Oh nein. Das ist auch nicht ganz... Doch, warte, der gibt... Doch, du bist das, was ich wollte. Lass mir direkt das rüberwachsen. Red Key?
Red Key ist eigentlich ganz gut. Einfach weil ich zwei Spacebar-Items mitnehmen kann. Schau ich den Versager an. Absoluter Versager. Tier, Size und Range. Das ist nicht wirklich. Was würde ich jetzt sagen, ist hier eine gute Location, um den Red Key einzusetzen. Über dem Shop. Also bei dem Raum über dem Shop. Was haltet ihr von der Location hier für, über dem Shop links. Neben dem Cursed Room. Okay, wir versuchen da oben. Wohl nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten, aber ich glaube, wir sollten noch eine Batterie irgendwo haben. Für 4 Cent gönnen wir uns mal was. Wenn wir die Möglichkeit haben. Neben dem Cursed Room oder Miniboss? Ich sage neben dem Cursed Room, weil neben dem Miniboss... Neben dem Cursed Room geht nicht. Beim Miniboss geht auch nicht wirklich. Einfach, ja, wir machen im roten Raum weiter. Unter dem Cursed Room? Ist was? Versuchen wir das. Warte, das gibt gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Nein! Egal, zu spät. Oh, ich hätte noch eine Batterie kaufen können. Shit, egal. Wir brauchen auch so noch ein bisschen Geld für den Shop, also... Ist nicht zu wild. Tonfoto bringt mir leider nichts mehr. Vollrad ist nämlich ausgemaxt. Das will ich auch nicht. Chariot hätte ich unfassbar gerne. Ich glaube, für den ganzen Pillen will ich lieber die Finger lassen. Okay. Ich schaue einfach, ob ich ihn irgendwo einsetzen kann. Was? Standing increase of your items are 20% more effective. Okay. Das wäre ziemlich interessant, aber... gerade nicht so ganz. Ich habe leider schon gefährlich. Ich habe leider schon ein anderes Trinket. Das ist einfach ein 20% Stat-Up Trinket. Ich denke, das ist ziemlich stark. Oh, fuck. Kein Super Greed hier drin. Das heißt, wir könnten ihn eventuell im Shop antreffen. Was ich nicht gerne miterleben würde, aber... Könnte passieren. Ich werde den Red Key da oben nochmal einsetzen. Oh, das hat nichts gebracht. Wahrscheinlich wäre es auch sinnlos, da noch weiter nach rechts zu gehen, oder? Oh Gott. Oh Gott. Unschön. Gehen wir hoch. Was haben wir gerade Schaden gemacht? Ah.
kein roter Secret Room in Sicht. Vielleicht nicht vergessen, dass du eine nützliche Karte hast für solche Situationen. Ja, bestimmt. Was soll ich machen? Soll ich auf gut Glück die Mitte mitnehmen oder einfach rerollen? Warte, habe ich Conjoint, wenn ich Farting Baby mitnehme? Ist das das dritte Conjoint-Item? Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist schlecht. Okay. Wir nehmen einfach mal Zeug mit und schauen, ob wir irgendwas rausbekommen. Das ist soweit leider alles nicht optimal. Will ich das rerollen oder will ich auf mehr Geld hoffen? Will ich hier den Red Key irgendwo einsetzen? Nein. Hier? Ja. Okay. Ist das schon der, das ist der Secret Room, oder? Fuck! Nein. Ist das eine Secret Library, oder was? Also eine Red Library, oder einfach nur eine normale, oder was? Oder eine Red Key Library. Nur eine random Library. Okay. Das lässt sich Schlüssel sein, was auch immer. Wir haben so viele. Fuck! Vielleicht hätte ich es mitnehmen sollen. Es hätte mich kleiner gemacht. Bei Deck of Cards nicht besser als Eternity 6 jetzt. Ich wüsste nicht, was eine Karte wäre, die mir wirklich übermäßig im Kampf gegen Mother weiterhelfen könnte. Es gäbe einige Runen, die mir weiterhelfen, aber eine Karte? Fällt nicht durch da was ein? Klärt mich auf, wenn euch was einfällt. Eine Strength-Karte? Chaos-Karte? Wieder kein Geld mehr. Das ist fürchterlich. Vorsicht, wenn der Red Room nicht auf der Karte erscheint, sah der Error-Raum aus Wart beim Betreten. Oh Gott. Sowas muss man achten. Oh, Hierophant und Lovers Karte. So was? Ja, legen wir den Eternity 6 weg. Da bin ich überzeugt. Eternity 6 hat uns bisher... Nein, Moment, nein, den legen wir nicht weg. Wir werden ihn... Ich muss hier noch... Ich werde noch mich eher um den Shop hier kümmern. Danach kommt der Eternity 6 weg. Ah, ich glaube, ich werde noch schauen, dass ich das andere Spacebar-Item kaufe. Dann werde ich mal, rerollen. Das ist außerordentlich stark gerade. Ich darf nur die roten Kisten noch nicht öffnen. Man muss doch da oben stehen.
Bin ich Jeran? Für Jeran. Big Fan nehme ich mit. Okay. Wäre eine Kiste drin gewesen. Wäre eine Bombe drin gewesen. Ich habe für beide keine Verwendung. Und wir bekommen zwei schlechte Spacebar-Items raus. Ich kann den einsetzen, denke ich. Das Stars würde Mr. Dolly entfernen, oder? Ja, yeah? Okay. Muss ich mal die Hände reiben, dann muss ich erstmal ein bisschen warm werden. Was das angeht. Arki und eine andere Route nehmen. Ich weiß halt nicht ganz, wie ich am besten mit dem Run weitermachen will. Wavy Cap will ich nicht, oder? Wie steht jetzt zu Wavy Cap? Nein? Okay, Reroll Wavy Cap. Ich schätze, wir werden auch den Red Key ablegen an dem Punkt. Ich denke, wir werden im Secret Room noch rerollen und schauen, was wir rausbekommen. Warte, welche Seite habe ich eigentlich verloren? Ich habe gar nicht Mr. Dolly verloren. Red und Arki? Meint ihr? Wann willst du einen Arki eigentlich nutzen? Ich weiß es nicht. Ich komme ehrlich gesagt nicht zu, dass ich Mother so aktuell besiegen kann mit diesem Run. Ich meine, ja, yeah, wahrscheinlich sollten wir bei dem Red Key bleiben. Du hast schon Birthright, der D6 ist nicht mehr so wichtig. Ja, vor allem lässt ja auch viele Items immer verschwinden. Ich bin überzeugt vom Red Key. Dann wiederum. Noch nicht ganz. Unser kleiner Eternity 6 hat noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Ja, er muss noch ein paar Dinge machen. Den Shop will ich auch noch rerollen. Was hat das Item im Shop gekostet? Moment. 13. Das heißt, wir werden den Shop auf jeden Fall erstmal noch rerollen. Und danach will ich die zwei Goldkisten noch rerollen. Und ich denke, danach sind wir fertig mit dem Eternal D6. Komm, ich hab Stopp. Schön. Immer wieder eine Freude. Ich meine, es ist nicht so, als ob es einen Unterschied macht. Es waren alles Items, die mir nichts bringen, aber... Komm schon. Oh, und ich sollte noch eine Karte mitnehmen. The Eternity 6 hat bisher aber schon echt viele Items verschlungen. Okay. Moment. Wir nehmen jetzt den Red Key mit. Und dann das Battery Pack. Und dann begeben wir uns auf die Suche nach... Das ist ein fucking Cursed Room. Ich werde nicht weiter in die Cursed Rooms gehen. Da habe ich zu viel Angst vor. Also Gefühl, da kann viel schief gehen.
Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Maw of the Void ist ein Tier 4 Item. Na gut. Naja, gut. Das ist ein geschenkter Gaul. Okay, habe ich alles auf der... Nein, da ist noch ein Curse Room, in dem ich nicht drin war. Ich bin viel zu nervös in diesem Run gerade. Und ich will noch eine Chariot-Karte mitnehmen. Red Key in Shop und Secret rerollen. Oh yeah, das ist ein guter Punkt. Wir können die Items ein bisschen hin und her swappen. Wir haben noch ein paar Batterien übrig. Yeah, das sollte ich auf jeden Fall machen. Warte, wo habe ich denn... Oh Gott, wo habe ich den Eternity... Ist der da unten? Ja, der ist hier unten. Dann legen wir ihn hier hoch. Wir nehmen Kompost mit. Wir machen Switcheroo. Dann nehmen wir das. Nehmen noch die kleine Batterie. Und sie sind beide weg. Schön. Ich hätte die Taschenlampe übrigens noch echt gerne mitgenommen. Ich hätte die Taschenlampe sogar erschreckend gerne mitgenommen. Haben wir? Wir haben keinen Donatomat. Hat jemand eine Idee, wo ich noch 3 Cent herbekommen könnte? Hat jemand eine Idee, wo ich noch einen Cent herbekommen könnte? Taschenlampe ist für Mother schrecklich. Warum das? Goldene Kiste, Battle Room. Yeah, ich werde dafür nicht riskieren, gegen 2 Bosse zu kämpfen. Ehrlich gesagt. Tränen stacken sich dann ganz komisch und kann super schwer ausweichen. Okay, weißt du was? Ich bin überzeugt. Wir lassen's. Wir gehen jetzt da rein. Potenter Schaden. Würde ich einfach mal meinen. Potenter Schaden. Würde ich einfach mal meinen. Das ist erschreckend stark. Okay. Wollen wir restarten, hängt davon ab, wann ich das Gefühl habe, dass ich sterben werde. Was früher passieren kann, als wir uns alle wünschen. Hm, ja, was auch immer. Ich nehme Shotspeed ab. Immer schön Zeug aufladen. Denn ich möchte nicht ohne meine aufgeladenen, Und wir kommen überall Chariots und mein aufgeladenes Zeug weitergehen. Das ist ein Goldraum. Continuum? Wir wollen Continuum, oder? Hallo? Continuum? Oh, es funktioniert nicht wegen... Fuck. Continuum funktioniert nicht wegen, Dingens. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben bereits den Secret Room gefunden, also... Alles gut. Wollen wir das mitnehmen? Nein. Ich bin nämlich auch nicht sicher. Nein, Risky. Ja, ich denke auch nicht, dass es die richtige Entscheidung wäre. Es
würde meine Range zu sehr einschränken und meine Range ist ein bisschen wichtig für mein Überleben. So ein ganz kleines bisschen. Vor allem, wenn wir Mother bekämpfen wollen, braucht die Range. Bin echt enttäuscht, dass das Continuum nichts gebracht hat für diesen Run. Muss ich sagen. Oh, warte, nein, der Brimstone. Der Brimstone trifft jetzt doppelt. Das ist wahrscheinlich relativ stark. Schrecklich, wie wenig Eier der Chat hat. Nein, die sind ja schon eine Sache auf der Spur. Glaube ich. Sind sie das? Ich versuche gerade Pro und Contra abzuwägen. Oh, die drehen den Loop mit der Zeit. Sie kommen nur dann wieder... Oh ja, ich sehe es. Sie sind ganz ungleichmäßig jetzt unterwegs. Okay, wisst ihr was? Ich habe mich entschieden. Ich glaube, Proptosis gibt mir das gewisse Plus an Damage, welches mir noch fehlt. Ich glaube, es sollte vor allem Maw of the Void super stark machen. Und Rip. Ja, das ist wahrscheinlich die Sache, die den Run rippen wird. Ja, meine Range ist echt mies geworden. Damit bringt der Continuum wirklich nichts mehr. Secret Room, wo bist du? Ich werde mal in den Arcade Room. Ich sehe, dass wir einen Arcade Room auf der Ebene haben. Zu dem werde ich mal eben rübergehen. Einfach, weil da ein Kran drin sein könnte. Und der Kran wäre ziemlich gut. Steht ihr? Guter Kran. Kein Kran, aber Kistenfreund. Was ist denn die Scheiße jetzt? Was soll ich jetzt damit? Gott. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Okay, gehen wir zum Boss und schauen, wie stark wir uns schlagen. War gut soweit. Kaffeinpill. Lack ab, warum nicht? Bin soweit zufrieden mit dem Damage. Ja, yeah, warum nicht? Warum denn nicht? Merkst schon mal auf den R-Key? Na, erstmal müssen wir noch ein bisschen Red Key Action machen. Okay, für Neuigkeiten habe ich ihn überstanden. Soweit sieht das erstmal noch ganz stark aus. Oh mein Gott, ich habe ihn schon wieder gefunden. Data Miner will ich nicht einsetzen, richtig? Kein Guppy-Item für mich, wie es aussieht. Oh mein Gott. Data Miner ist gut, auf keinen Fall. Rewrite doch meine Stats und sowas.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem Prism um mich herum, wenn ich damit Mother erwischen werde mit einem so einem Strahl, ich glaube, dann könnte das ein kurzer Kampf werden. Das Problem ist nur, das Teil dreht sich echt langsam. Wenn du Arc hier einsetzt, sobald du von Mom gehittet wirst, ich kann zweimal von Mom getroffen werden. Beziehungsweise von Mother. Oh mein Gott. Und dann ist es vorbei. Ich habe nämlich, ich habe die Spirit Shackles gefunden. Oh mein Gott. Wir kommen halt auch einfach keine Items aus diesen roten Kisten raus. Ich achte übrigens darauf, ob der Raum auf der Karte markiert ist, bevor ich reingehe. Spirit Shackles wird sein perfektes Trinket entfernen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das an dem Punkt noch so viel Unterschied macht, ehrlich gesagt. Oh Gott. Pass auf. Will ich schauen, was im... Wir schauen nach, was im Challenge Room wäre, okay? Und ja, ich bin extrem nervös, was diesen Kampf angeht, okay? Weil es irgendwelche Fragen an der Front gab. Extrem nervös. Ich würde fast sagen, ich war noch nie bei einem Kampf in dem Spiel so nervös wie jetzt gerade eben. Ja, vielleicht bei irgendeinem Mal, aber fällt mir gar nicht ein. Okay. Der Ultra-Secret Room. Es fehlt doch noch der normale Secret Room, oder? Das heißt, wir gar keinen Secret Room haben? Hat wir nochmal einen Secret Room? Ich weiß auch nicht, wo er sein könnte. Okay, ich habe gewechselt. Wir laden auf. Fuck, ich bin instant. Ich habe nicht mal gesehen, was passiert. Ich bin instant tot. Ich habe nicht mal gesehen, was passiert. Es ging so schnell. Es ging so schnell. Ganze Vorbereitung für nichts. Das ist ein fucking Lost Run gegen Mother. Natürlich war es für nichts. Das ist jetzt ein Grund, warum Leute sich für diese Shitkämpfe unverwundbar machen. Ja, das, ja. Yeah. Ja. Yeah.